Na, da kämpfen aber zwei Kollegen gegen den Abwärtsmarkt an. Und zwar haben wir eine deutliche positive Resonanz im Moment zumindest mal bei den großen Indizes, die Blue Chips betreffend, nämlich den DAX beispielsweise. Wir sehen jetzt hier den DAX Future, der ja im Großen hier diese Rücksetzer hatte, die alle sehr korrektiv aussehen und dann diese Aufwärtsbewegung. Und jetzt im Kleinen, wir sehen das kaum hier im Stundenchart, im 5-Minuten-, 15-Minuten-Chart sieht man das schon eher. Das sind so diese Abwärtsbewegungen, die wir hier haben, die wir hier hatten. Und auch das hier sieht noch nicht wirklich dynamisch aus. Zumindest mal hat man den Eindruck, Mensch, hier sind noch eher die Überschneidungen eigentlich. Zumindest dieses Tief ist niedriger als das Hoch. Das hat so ein bisschen Überschneidungscharakter. Aber ist das wirklich stark genug? Denn wenn wir uns mal den Nasdaq als Gegenpart angucken, dann sehen wir, der beschleunigt jetzt dann doch, der Nasdaq 100, in dem wir als Future, also der Tech-Markt, der scheint jetzt stärker zumindest mal ein bisschen hier abzugeben. Trotzdem vorsichtig muss man immer sein, das ist gar keine Frage, aber wir sollten das in die richtige Relation geben. So ein Rücksetzer wie hier, wir hatten sowas hier schon mal, wir hatten hier sogar eine etwas größere Variante, sowas hier. Also das ist alles noch nicht wirklich ein Drama, das ist noch alles in einem vertretbaren Maße. Blöd wird es erst, wenn der Markt jetzt nicht nur diese Abwärtsbewegung macht, also das, was wir hier haben, und dann jetzt irgendwann mal das Ganze zum Ende führt. Man kann das hier so ein bisschen in diesen Trendkanal. Das sähe ja sogar noch super aus. Aber ob dieser Fall jetzt tatsächlich wahr gewordener Kurs wird, das werden wir dann noch mal sehen. Aber was jetzt besonders doof wäre, wäre, wenn der Kurs jetzt auf der Oberseite nur noch sowas hinzaubert und dann irgendwann die letzten Zwischentiefs, also irgendwann ist gut, das kann im Prinzip jedes Zwischentief dann sein, in so einer ABC-Bewegung würde das ebenfalls sein, nach unten durchstößt. Das hätte dann einen sehr starken Charakter im Sinne von, wir gehen mal runter und jetzt gehen wir sogar hier fortgesetzt runter und hätte auf jeden Fall Potenzial für deutlich, deutlich, deutlich mehr. Also, es bleibt dort spannend. Vorsichtig sein sollte man, noch nicht in Rage geraten wegen dieser Bewegung. Das ist sicherlich etwas, was man manchmal dann nicht gesehen hat und für all diejenigen oder nicht wahrgenommen hat, sagen wir mal so, für diejenigen, die jetzt bei 12.400 long gegangen waren und gesagt haben, haha, ich kann einkaufen, wo ich will, ja, die leiden jetzt natürlich darunter. Deshalb erzähle ich ja immer, wartet auf die Rücksetzer und kauft dann. Und das ist kein Rücksetzer im normalen Sinne, das ist ein Schub gewesen. Tatsächlich wäre es sinnvoll, immer wackelige Rücksetzer für einen Einkauf dann eben abzuwarten und dann erst einzusteigen. Das gilt natürlich jetzt immer noch so. Also sprich, diese beiden Varianten haben wir, dieses hier oder eben sowas hier, von wo aus auch immer das geht, ob das vom aktuellen Stand, von hier, 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 das sind ganz klare Short-Indikationen beim Bruch des letzten Zwischentiefs. Das sind ganz klare Long-Indikationen beim Bruch des letzten Zwischenhochs. Ich hatte es irgendwann in einem Kommentar gelesen auf irgendwas, was ich geschrieben oder mal vorgestellt hatte. Da hatte jemand geschrieben, ja, und morgen regnet es oder es scheint die Sonne. Ganz richtig, das ist das Leben des Händlers. Wir können mit den Charts natürlich nicht das Wetter beeinflussen und auch nicht die Kursentwicklung. Wir können aber frühzeitig erkennen, haha, sieht das doch nach Regen aus, soll ich einen Schirm lieber mitnehmen oder eben nicht. Also wir können keinen Einfluss darauf nehmen, wie es dann tatsächlich passiert draußen, aber wir sind dann als Händler besser gewappnet. So sieht die Situation beim Nasdaq aus. Insofern eigentlich ein relativ klares Bild. Wir brauchen sowas, um wieder bullisch zu sein. Wie gesagt, es kann auch alles eine Nummer größer sein. Der Markt kann das auch eine Nummer kleiner finden. Hier vielleicht heute im Laufe des Nachmittages wäre sowas denkbar hier beispielsweise. Oder aber wir bekommen eben so etwas hier. Dann hätten wir ebenfalls eine sinnvolle Chance, dann gegebenenfalls da aktiv zu werden, dann aber nochmal auf der Short-Seite. So, aber kommen wir nochmal zurück zu den Blue Chips, der DAX und der Dow Jones. Die Langeweile-Titel, wie einige manchmal sagen, die Blue Chips, wie man auch so schön sagt, das klingt ein bisschen vornehmer, die sind nicht so schwach unterwegs. Wir sehen, dass sie sogar aktuell hier in dem letzten Move, den wir hier haben, geht sogar tapfer hier nach oben insgesamt. Also kann man fast sagen, ist das der stärkste Markt. Vielleicht ist das die sogenannte Wachablösung. Ich hatte es vor ein paar Tagen schon mal erwähnt, dass es so ein bisschen anmutet, als ob wir so eine kleine Wachablösung bekommen zwischen den Märkten, dass die Hightechs vielleicht ein bisschen mehr Schwierigkeiten bekommen. Es ist nur eine Vermutung, ob das tatsächlich so wird. Das soll uns dann der Chart sagen. Die erste Andeutung ist gemacht. Aber ob das dann so aufgenommen wird von den Marktteilnehmern, das werden wir dann eben entsprechend sehen. Also insofern
müssen wir uns da wohl überraschen lassen. Das hier ist für mich jetzt am wenigsten Kaufsignal, denn das ist jetzt hier aktuell einfach nur eine Seitwärtssituation. Da kann sich nach oben der Kurs entwickeln, kann nach unten. Das kann man schlecht sehen. Ich möchte eigentlich eine gute Unterscheidung haben zwischen einer Seite, die stark ist, und die andere Seite, die schwach ist. Je besser ich die voneinander unterscheiden kann, optisch beispielsweise, desto leichter fällt es mir, mich dann auf die starke Seite zu schlagen, wenn ich ein günstiges Angebot deshalb mit dem Rücksetzer und dem Trigger dann entsprechend bekomme. Wie wir sowas ganz konkret machen, das stellen wir ja auch immer wieder vor in unseren Trade des Tages. Wer also sagt, naja, das ist ja jetzt hier ziemlich oberflächlich, ich hätte ganz, schon ganz konkrete Einstiegsmarken mal, dann gibt es eigentlich nur eins, sich kostenfrei anmelden für den Trade des Tages hier auf finanzmarktwelt.de. Dort stellen wir immer wieder unsere Trading-Ideen vor, die in die Long-Richtung, in die Abwärtsrichtung, mit einer Aktie, mit einem Index, mit einer Währung, je nachdem, was da gerade für uns ein tolles Signal ist, ein bisschen vielleicht auch, um zu erklären, wie es geht, aber auch mit unseren ganz klaren Marken, wie wir den Trade für uns umsetzen wollen, sodass man das bestmöglich nachvollziehen kann. So, in diesem Sinne für euch jetzt erstmal heute alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.